Wir sind bereits in dem Sinn an der Diskussion angelangt. Jetzt haben wir die Möglichkeit, zusammen mit Florent und noch einem weiteren Referenten oder Speaker ist Abraham Bernstein, Professor an der Universität Zürich und Direktor vom Digital Society Initiative, diese Inhalte zu diskutieren. Es freut mich jetzt sehr, auch zusammen mit Markus Christen, dem Leiter dieser Uni Zürich Initiative, dieses Panel zu moderieren. Meine Rolle ist primär die der Online-Kommunikation mit den Teilnehmern, die sich online dazu geschaltet haben. Das sind übrigens über 20 Personen, die da online jetzt auch sich eingeschaltet haben. Und hier vor Ort haben wir zahlreiche Politikerinnen, Politiker anwesend, das freut mich. Und ich denke, die zwei Kurzinputs haben viel Stoff gegeben zum Nachhaken, oder Markus? Ja, das sehe ich auch so. Ich habe natürlich selber schon einige Fragen aufgeschrieben, aber da ich nicht vorpreschen will und meine Rolle jetzt jene ist, quasi Sie hier zu befragen, Sie zu repräsentieren und du, die Leute, die online dazu sind, würde ich jetzt gerne einfach mal das Panel öffnen und direkt Sie bitten, wenn Sie zuerst einmal vielleicht ganz konkrete Rückfragen an die beiden Referierenden haben, weil Sie vielleicht etwas nicht ganz verstanden haben oder eine gewisse Präzision wollen oder dann je nachdem vielleicht auch schon direkt eine weitergehende Frage haben. Insofern würde ich gerne Sie bitten, das Wort zu ergreifen. Sie wissen ja vermutlich alle, wie das hier funktioniert. Man muss auf diese Knöpfe drücken und wenn das Ding hier leuchtet, dann können Sie sprechen. Und wenn jetzt gerade noch keine Frage da ist, würde ich dann sonst eine stellen. Aber bitte, ich denke, würde ich gerne das Wort direkt an Sie geben und Sie fragen, ob Sie entweder konkrete Rückfragen, Verständnisfragen haben oder aber auch schon einen weitergehenden Input haben. Bitte, das Wort ist an Sie. Ja. Vielen Dank für diese sehr spannenden Ausführungen. Ich bin auch froh, dass Sie sich ergänzen, weil beim ersten Votum von Herrn Duvernay war ich etwas erstaunt über den doch sehr bescheidenen Bezug zur Internationalität. Und mich würde interessieren, aus Ihrer Sicht, Herr Duvernay, wo wäre der Bezugsrahmen geografisch betrachtet? Weil Sie sind, also betreffend auch der Europäischen Union, das war ja die große, das ist aus meiner Sicht die Differenz, die wir hier feststellen. Für mich interessiert, natürlich müssen wir national regeln, aber die Problematik ist ja von der Technologie getrieben international. Und das würde mich interessieren, wie Sie mit dieser Frage umgehen. Aber nochmals, ich bin begeistert, es ist sehr spannend, was vorgetragen wurde. Gut, besten Dank. Zwei Punkte. Also ich glaube, das eine ist, dass sich natürlich auf der ganzen Welt zahlreiche Regierungen eben mit diesen Fragen auseinandersetzen, sehr unterschiedlich agieren. Also die EU ist hier am weitesten mit einem konkreten Vorschlag. In anderen Ländern sieht es ganz anders aus. Und der zweite Punkt, weshalb ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht blind an die EU anhängen, liegt darin, dass wir natürlich ein sehr enges Austauschverhältnis haben mit den europäischen Partnerländern. Aber ich glaube, dieser Austausch ist nicht zwingend derart eng in dem Kontext, von dem wir hier sprechen, als in anderen Kontexten. Es geht immerhin um letztlich digitale Güter, die hier möglicherweise auch weltweit angeboten werden. Und hier ist die geografische Nähe vielleicht nicht mehr ganz so entscheidend wie beispielsweise im Maschinenbau oder so. Also es gibt doch Potenzial auch außerhalb des europäischen Raumes, wo man sagen kann, Schweizer Unternehmen brauchen sich nicht derart eng an den europäischen Markt zu orientieren, wie das vielleicht in anderen Kontexten der Fall wäre. Dann glaube ich, muss man sich auch fragen, wie das Schicksal dieses EU AI Act aussieht in Zukunft. Ich meine, das ist jetzt einmal ein erster Entwurf.
der ist deutlich weniger invasiv, als was man erwartet hatte. Also viele, gerade die großen Player, Google und ähnliche, sind eigentlich relativ erfreut, weil selbst im Bereich von High-Risk-AI, was ja durchreguliert wird, im Wesentlichen eigentlich eine Selbstzertifizierung vorgesehen ist. Also man verpflichtet sich selber, diese Vorgaben einzuhalten, prüft das und bestätigt das dann mit dem Anbringen eines EU-Konformitätssiegels. Ich glaube nicht, dass das der allein quasi selig machende Weg ist, wenn die großen Unternehmen sich einfach selber überprüfen und an diese Vorgaben halten können. Ich denke, in gewissen Bereichen sollten wir weitergehen und in gewissen Bereichen haben wir ohnehin Nachholbedarf, auch in einem internationalen Kontext, gerade im Bereich der Diskriminierung, wo wir in der Schweiz sehr zurückhaltend reguliert haben bisher. Das betrifft ja nicht nur KI, wir sprechen auch sonst in gesellschaftspolitischen Diskursen derzeit, glaube ich, intensiver über diese Fragen als auch schon. Und vielleicht wäre das ein guter Moment, um hier eben auch einzugreifen. Wie am Ende der Act aussieht, ist derzeit noch offen. Ich glaube, was sicher ist aus meiner Sicht, und ich habe noch keine anderen Stimmen gehört dazu, ist, es wird etwas kommen. Ob es genauso kommen wird, wie es derzeit vorgesehen ist, das wird sich weisen müssen. Aber ich glaube, wir sollten den Fokus weiterziehen, als einfach nur auf die EU zu blicken. Und wir sollten uns insbesondere auch fragen, ob wir für die Schweizer Unternehmen eine bessere Ausgangslage schaffen können mit Normen, die eben mehr Spielraum für Innovation lassen. Wer auf den europäischen Markt kommen will, das Schweizer Unternehmen, wird sich ohnehin an die Vorgaben des europäischen Rechts halten müssen, unabhängig davon, ob wir diese jetzt Copy-Paste auch in die Schweiz übertragen. Aber wer sich nicht an den europäischen Raum wenden will oder allenfalls Produkte oder Prozesse differenzieren will zwischen EU-Kunden und anderen, der hat mehr Spielraum, wenn wir hier in der Schweiz einen anderen Ansatz wählen als die EU. Darf ich nur etwas hinzufügen? Von der Perspektive der Wirtschaft her ist, dass wir aber aufpassen sollten, dass wir nicht divergente Standards haben, die die Kosten für die Unternehmen hochtreiben, dass die sich für den EU, die EU-Regulation rüsten müssen und dann noch für die Schweizer, für außerhalb EU. Das ist einfach etwas, das wir einfach aufpassen müssten. Ja, Judith. Ich möchte vielleicht den Ball aufnehmen. Frau Fitzpatrick, Sie haben gesagt, die Schweiz soll keine Dateninsel sein. Für mich stellt sich einfach die Frage, wo ist dann die Grenze zwischen Dateninsel und Datensouveränität? Wenn mir das vielleicht jemand von Ihnen drei Profis erläutern könnte, weil das wird uns ja politisch dann schon beschäftigen. Souveränität versus Insel. Ethiker vielleicht? Ich weiß nicht, ob das eine ethische Frage ist. Ich meine, das betrifft, denke ich, viele. Der Begriff Insel, den wir verwenden, ist natürlich ein schönes Bild, aber ich bin ein bisschen unsicher, ob das Cyberspace, in dem wir uns ja quasi da beschäftigen, ob das überhaupt eine kohärente Metapher ist, die dort funktioniert. Weil faktisch sind wir ja keine. Ich meine, jetzt, wenn wir Plattformen benutzen, werden unsere Daten verwendet auf bestimmte Weise. Was mich da insbesondere eher interessiert, ist, wenn wir jetzt auch regulatorische Aspekte nehmen und wenn ich jetzt dieses schöne Bild nehme, all dieser EU-Datenräume, dann ist das eines Ding, ist ja schön, all diese wunderbaren verschiedenen Bereiche, Gesundheitsdaten, Mobilitätsdaten, aber irgendwie als Ethiker hat man das Gefühl, das kommt ja in diesem Bild dann noch alles zusammen und dann hat man vielleicht ein bisschen ein unangenehmeres Gefühl, weil das ein bisschen das Bild dann weckt, also irgendwo ist dann ein Ort, wo dann quasi alles verfügbar wäre, oder? Und dann stellt sich sicher die Frage, ja, wie wollen wir das dann kontrollieren und so weiter. Mhm. Und vielleicht ist das auch eine Frage an den Techniker. Haben wir überhaupt, also wenn wir jetzt diese Datenräume bauen wollen, so wie man sich das vorstellt, auch als Basis dafür, dass man dann neue KI-Entwicklungen entwickeln kann, und dann gibt es regulatorische Vorgaben, die insbesondere im europäischen, auch im Schweizer Raum, eben Datenschutz und so weiter sicherstellen würden. Können wir das dann technisch überhaupt? Haben wir die Mittel, hier zumindest jenen Schutzbedarf, den, denke ich, doch viele Leute dann wahrscheinlich doch noch gerne hätten,
sicherzustellen? Also haben wir da technische Möglichkeiten, die überhaupt so etwas wie den Schutz oder auch vielleicht sogar die Souveränität, was dann eben das genau bedeutet, ermöglichen, oder sind das quasi ganz verschiedene Dinge? Ich weiß nicht, ob ich mich für die heiße Kartoffel bedanken soll oder nicht. Ich versuche es mal wie folgt anzugehen. Sie mögen sich vielleicht erinnern, es ist für uns alle schon lange her, in meinem Vortrag habe ich verschiedene Fragen aufgeworfen, damals im März war das, glaube ich, als ich über die künstliche Intelligenz gesprochen habe. Ich glaube, das eine, was wir sicherlich uns überlegen müssen, Daten ist es egal, wo sie sitzen. Ob sie die Datenbank in Zürich, in Basel, in Genf, in Bellinzona, in Milano oder in München sitzt, das ist dieser Datenbank eigentlich egal. Die Frage der Souveränität stellt sich für mich nicht im rein technischen Sinne. Ich glaube, das ist etwas, was man zu gewissen Maßen mit Geld lösen kann. Wollen wir denn dieses Geld aufwenden? Sondern die Frage ist vielmehr, sind die inhaltlich für die Inhalte, für das, was wir gerne mit ihnen machen möchten, die richtigen Inhalte oder richtig formatiert oder kommen richtig daher? Und oder ist der Schutz dieser Daten gewährleistet, so wie wir uns das vorstellen? Meine allerletzte Frage war damals, Sie mögen sich vielleicht erinnern, viele dieser Entscheidungen sind kulturelle Entscheidungen und wir müssen uns überlegen, was unsere Standards diesbezüglich sind. Lassen Sie mich das als Beispiel kurz aufzeigen. Ob Daten in Meter, Füßen, Inches oder was es Zolls ist, also glaube ich auf Deutsch, oder was auch immer, weiteren Maßen sie vorhanden sind, das ist eine kulturelle Entscheidung, die sie treffen müssen. Und an einem anderen Ort sind sie andere Entscheidungen, sie werden vielleicht anders gefällt. Das heißt, wir müssen uns fragen, wie möchten wir unsere Daten zur Verfügung haben? Und in der Schweiz haben wir andere föderalistische Vorgehensweisen, wie, wo und wann welche Daten gesammelt, gespeichert und wie sie verteilt werden, als sie vielleicht an anderen Orten sind. Diese Diskussionen sind ja im Gange, die kennen Sie bestens, wahrscheinlich besser als ich. Also das ist der kulturelle Anteil. Wo wollen wir das Ding überhaupt? Und die zweite Frage, und das ist die technischere Frage, wie wollen wir sicherstellen, wenn die Grenzen in Anführungszeichen zugehen, das ist ein anderer Teil der Souveränität, dass wir weiterfahren können. Eine Definition eines verteilten Systems ist es, und das ist eine leicht humoristische, aber doch ernstzunehmende Definition, ich habe ein verteiltes Informatiksystem, wenn ein Computer, von dem ich noch nie etwas gehört habe und dann gerade nicht läuft, mich daran hindert, meine Arbeit zu erledigen. Weil diese Systeme alle heute so miteinander vernetzt sind, ist es möglich, dass wir einen Ausfall irgendwo auf der Welt haben und der hindert uns am Arbeiten? Wenn also Amazon, Entschuldigung, dass ich hier eine Firma nenne, ein Rechenzentrum betreibt, das irgendein Stromproblem hat, hindert das eine andere Firma am Erledigen ihrer Arbeit, weil die ihre Daten mit Amazon hält. Das Gleiche gilt für andere Cloud-Provider genauso. Das ist dann die Souveränitätsfrage. Also wir haben die inhaltliche Souveränitätsfrage nach meiner Meinung. Wo wollen wir die Daten in welcher Form speichern, erfassen und wiedergeben? Das BFS, um ein Beispiel zu nennen, hat wahrscheinlich gewisse Arten und Weise, welche Daten sie erfassen dürfen, sollen und nicht sollen. Und ich weiß es jetzt nicht genau, aber die könnten anders sein als bei der Europäischen Statistikbehörde. Weil wir andere kulturelle Regeln haben, wie wir das gerne hätten, also die inhaltlichen Regeln. Und das sind die Datenräume. Und ich weiß, die Wirtschaft jetzt sagen, wir hätten gerne ähnliche Standards. Bin ich voll. Je ähnlicher die Standards, desto besser, aber das Management dieser Daten ist wahrscheinlich bei uns etwas anders. Und auf der anderen Seite die gewünschten Souveränität. Wie soll es funktionieren, wenn wir auf einmal den Strom nicht mehr, Entschuldigung, die Daten nicht mehr importieren können? Und Sie wissen, warum ich jetzt gestolpert und mich verhaspelt habe. Das war kein freudscher Versprecher, oder? Also genau diese Frage. Die Souveränität stellt sich bei mir auf beiden Seiten. Die Sicherstellung der Zuverfügbarkeit, also das zu verfügbar machen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie hätten wir es denn gerne inhaltlich? Und zum Zweiten gehören die Datenschutzüberlegungen. Jetzt komme ich trotzdem zurück zu dir, Markus, die der Ethiker uns gestellt hat. Wir haben vielleicht andere Meinungen dazu, wie die Daten geschützt werden sollen, als nördlich, südlich, östlich oder westlich, einer der Grenze.
Merci vielmal, Abi. Noch eine Ergänzung? Ja. Vielleicht darf ich einfach kurz reagieren auf Ihre Rückfrage wegen den divergierenden Standards. Sehe ich natürlich vollständig. Ich glaube, eine der Stärken des vorgeschlagenen Regelungsansatzes besteht eben darin, keine konkreten Standards vorzugeben. Also keine Vorgaben zum Beispiel, dass man ein Datenschutzmanagementsystem einbauen muss oder was die Qualität der Daten genau sein muss, sondern die Vorgabe besteht darin, dass keine Manipulation auftauchen darf oder keine Diskriminierung. Und soweit eben jetzt die EU hier Vorgaben macht, deckt die möglicherweise teilweise diese Probleme schon mit ab. Und jedes Unternehmen wird dann selber schauen müssen, wie es in seinem konkreten Kontext das Eintreten dieser negativen Konsequenzen verhindern kann. Ich gehe sowieso davon aus, dass in vielen Bereichen technische Standards kommen werden, die von den Unternehmen dann auch umgesetzt werden. Aber dieser offene und aus meiner Sicht recht typisch schweizerische Ansatz würde mit diesen Standards überhaupt nicht irgendwie konfligieren. Also ich glaube, dieses Risiko besteht bei diesem Ansatz weniger. Zur Datensouveränität, wir sind uns alle einig, dass ein schweizerischer Alleingang in diesem Bereich wenig Sinn macht, weil wir schlicht danach quantitativ an Grenzen stoßen, dass es Sinn machen würde, sich einem solchen europäischen Raum anzuschließen und dass wir dann in einer Position sind, wohl faktisch des Nehmers, wo wir so froh sein müssen, wenn wir überhaupt mitmachen dürfen angesichts der aktuellen Lage, wo wir im besten Fall vielleicht ein bisschen Einfluss nehmen können. Und die Frage der Souveränität ist dann vielleicht die, geht es um die Souveränität von Individuen mit Bezug auf ihre eigenen Daten oder geht es mehr um eine gesamtgesellschaftliche Souveränität? Und mit Bezug auf die Individuen müssen wir uns wahrscheinlich eingestehen, dass das Konzept, auf dem das Datenschutzrecht bis heute im Wesentlichen beruht, gedanklich, nämlich die Idee der informationellen Selbstbestimmung, dass das ohnehin keine real existierende Lösung ist. Das funktioniert so nicht, das wissen wir heute. Was wir nicht wissen, ist, was die alternativen Ansätze sind. Also insofern müsste man wohl auch diese Souveränität etwas anders denken. Auf jeden Fall auf Ebene des Individuums. Merci vielmals. Julia. Das wollte ich auch hinzufügen. Die andere Dimension von Datensouveränität ist auch, die Tatsache ist, keiner von uns weiß wirklich, was das bedeutet. Und das wäre auch eine Aufgabe, das mal ein bisschen besser zu definieren, sodass wir wenigstens wissen, von was wir reden und die gleiche Definition haben. Aber gerade was du gesagt hast, dass Datensouveränität auch die Dimension von der Einzelperson hat, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger, und das ist eher, wo wir uns als Menschen und als Bürger, wo wir so ein Unbehagen haben, ist, weil wir wollen vielleicht mehr Souveränität oder Kontrolle über unsere Daten haben, weil wir nicht wissen, was mit denen gemacht wird. Aber auf der anderen Seite haben wir fast alle so unsere Devices, wo wir unsere Daten tagtäglich, jede Stunde, jede Sekunde hergeben. Und das Konzept von Kontrolle über Daten, gebe ich dir absolut recht. Es gibt momentan keinen Mechanismus, überhaupt kein Konzept und keinen Rahmen zu verstehen, wie wir als Einzelmenschen überhaupt Kontrolle über unsere Daten haben könnten. Und wieder mal auf den Zug, das war eine sehr gute Zugreise, apropos haben wir darüber gedacht, könnte man nicht denn darüber nachdenken, als zum Beispiel, dass genauso wie ein Musiker, der oder die jetzt gerade ein Lied schreibt, dann ein Intellectual Property Recht auf dieses Lied hat, dass man als Einzelperson denn nicht auch so darüber nachdenken könnte, dass alle die Daten, die ich heute kreiere, dass ich ein IP-Recht darüber habe und das dann so dann Kontrolle über meine Daten haben können. Das ist ein Gedankenanstoß, aber ich glaube, es braucht einfach viel mehr Diskussion. Danke. Merci. Ich sehe eine Wortmeldung im Saal, bitte. In Ergänzung zu Herrn Bernsteins Vorschlag, Souveränität kulturell und technisch zu unterscheiden, möchte ich anregen, auch zu fragen, ja, auf welchem Niveau souverän? Ich möchte das anhand eines Beispiels aus der Meteorologie beschreiben.
Wir kennen alle die Wetterstationen, die weißen Häuschen, die uns Daten geben über das Wetter. Gleichzeitig hängt unsere Wetterprognosefähigkeit inzwischen insbesondere von Satelliten ab. Die Schweiz betreibt keine Wettersatelliten, sondern ist eingebunden in die Programme der ESA. Natürlich könnte die Schweiz auch eigene Wettersatelliten betreiben. Dann sind die Kosten aber dann irgendwann gar nicht mehr tragfähig, erstens. Und zweitens, das Know-how in der Schweiz nicht vorhanden, um solche Infrastrukturen zu betreiben. Deshalb, natürlich, wir können bei den weißen Wetterhäuschen bleiben, um das Beispiel zu behalten, und sind dann souverän auf dem Niveau der Wetterhäuschen. Wenn wir aber eben vorn mitspielen wollen mit Satellitendaten, dann müssen wir in einem Verbund mit anderen solche Infrastrukturen betreiben und sind vielleicht weniger souverän in einem nationalistischen Sinne, aber wir sind viel handlungsfähiger in der Meteorologie. Ja, vielen Dank für diese Anregung. Ich denke, das ist in der Tat einer der Punkte, die es zu diskutieren gilt in diesem ganzen Kontext der Souveränität. Also wir müssen ja, wir haben eben das Gefühl, der Cyberspace ist etwas Immaterielles, aber natürlich hängt er davon ab, von vielen physischen Dingen. Wir haben jetzt gerade kürzlich im Kontext auch der Pandemie gemerkt, dass es plötzlich an Chips mangelt und dann bestimmte Dinge nicht mehr gebaut werden können, die ja dann wiederum nötig sind, um Datenräume und künstliche Intelligenzalgorithmen überhaupt erst betreiben zu können. Also wir sehen da durchaus auch Abhängigkeiten mit der physischen Welt, auch Stichwort Strom ist gefallen. Ich denke, so gesehen sind natürlich die Vernetzungen nicht nur innerhalb, sage ich mal, der virtuellen Welt da, sondern auch mit der physischen Welt, die es zu beachten gilt. Und ich denke, das ist auch ein Beispiel. Oder soll die Schweiz so etwas wie eine eigene Dateninfrastruktur, also auch physisch bauen? Und was würde das bedeuten? Ich sehe hier einen Finger, der hat vielleicht damit zu tun, dass sich jemand meldet aus dem virtuellen Raum. Sehe ich das richtig, Matthias? Ja, das ist genau so. Der Vizedirektor des BAKOM, Thomas Schneider, ist online dabei. Wir versuchen ihn gerade bei uns auf die Leinwand zu beamen, damit du dich, Thomas, auch noch in diese spannende Diskussion einschalten kannst. Versuch mal zu reden. Mikrofon, Ton ist gerade noch nicht. Eine Sekunde. Nur eine Sekunde, wir müssen bei uns noch schnell schauen, dass der Ton. Jetzt nochmal. Leider noch nicht, sorry. Das ist immer die hybride Welt. Die besonders schwierigsten Veranstaltungen, wie gesagt, kennen wir jetzt nach anderthalb Jahren Pandemie. Sollte man eigentlich nicht tun, so hybrid, aber wir machen es trotzdem immer wieder. Wir können dafür in der Zwischenzeit noch die neuen Teilnehmer begrüßen. Wir haben noch einen Stuhl. Hallo Judith. Oder da vorne hat es noch Plätze, genau. Genau, sonst versuchen wir, sorry. Sonst würdest du vielleicht einfach via Chat ihn, quasi ja. Die Stimme, seine Stimme sein, ja. Tut mir sehr leid, Thomas. Oder ich höre dir zu im Chat und dann ist auch nicht so eine gute Lösung. Also du musst dich schnell halt schriftlich äußern, tut mir leid. Und dann schauen wir weiter. Vor Ort gibt es dazu noch... Fax, genau. Hat jemand noch einen Fax? Sein BAKOM? BAKOM hat sicher noch einen Fax, gell? Ich habe sonst Florent, der hat einen Input zum Thema Data Ownership, sicher einer Aspekt, der bezüglich Datenräumen und so weiter relevant ist. Gut, also besten Dank, Julia, für das Stichwort. Data Ownership ist, glaube ich, ein gefährliches Konzept, jedenfalls dann, wenn man das als Eigentum versteht. Oder Ownership ist kein Zufall, dass wir auch im Deutschen regelmäßig von Ownership sprechen, weil das so ein sehr offener Begriff ist, der vielleicht auch umfasst, dass ein Unternehmen sich irgendwie so organisiert, dass es faktisch Kontrolle über Daten hat. Aber wenn wir meinen, damit eine Art, wirklich einen Rechtstitel zu schaffen, ein Eigentum an Daten, dann darf ich darauf verweisen, dass es hier eine intensive Diskussion gegeben hat vor einigen Jahren, insbesondere in Deutschland, aber auch in der Schweiz. Und die fast einhellige Erkenntnis aus dieser Diskussion ist, es wäre eine schlechte Idee, ein Eigentum an Daten zu schaffen, aus verschiedenen Gründen.
Zum einen sind Daten öffentliche Güter, ebenso wie urheberrechtlich geschützte Gegenstände. Das heißt, diese Güter können von beliebig vielen Personen gleichzeitig genutzt werden, ohne dass die Nutzung einer Person diejenige durch eine andere beeinträchtigt oder rivalisiert. Das heißt, der beste Nutzen aus Daten, den generiert man für die gesamte Gesellschaft dann, wenn die eben möglichst breit genutzt werden können. Das ist auch bei IP so. Und dort überlegt man sich aber ganz spezifisch, weshalb brauchen wir spezifische Rechte an diesen Inhalten, um dieses Problem des öffentlichen Gutes zu überwinden und ein Eigentum zu schaffen. Und das gewährt man nur, weil man sagt, es besteht ein gesellschaftliches Bedürfnis, man will diese Inhalte haben und es braucht Anreize, damit diese Inhalte generiert werden. Das Schreiben eines Buches, das Erschaffen eines Filmes kostet Geld und Zeit und das tut man nur, wenn man danach einen Return on Investment hat. Und diese Anreize, glaube ich, brauchen wir im Datenraum nicht. Es gibt mehr als genügend Daten, insbesondere Personendaten. Und letzter Punkt hierzu vielleicht noch, das Datenschutzrecht gewährt so eine gewisse Form von Ownership. Es gibt uns eben Kontrolle, auch wenn das nicht so recht funktioniert. Wenn wir jetzt ein eigentliches Eigentumsrecht an Personendaten einführen würden, dann gibt es ein zentrales Element des Eigentums, ohne das man von Eigentum rechtlich nicht sprechen kann, das ist die Übertragbarkeit. Das heißt, wir könnten unsere Eigentumsrechte an unseren eigenen Personendaten auch übertragen. Und das Erste, was die großen Player machen würden, wäre in ihren AGBs hinschreiben, dass wir unsere Eigentumsrechte an den Daten auf Google, Facebook und Konsorten übertragen. Wir hätten also in der Konsequenz wohl genau das Gegenteil dessen, was wir erhofft haben, nämlich mehr Kontrolle. Faktisch hätten wir weniger. Deshalb würde ich wirklich dringend davon abraten, so etwas einzuführen. Ja, danke, vielen Dank für diese Ausführung. Ist auch interessant zu hören, dass es tatsächlich so etwas wie einen Konsens unter Juristen gibt. Das ist offenbar etwas eher Seltenes, aber in diesem Thema scheint das der Fall zu sein. Selten ist es, ja. Wir haben jetzt immer noch einen Online-Kommentar offen, aber auch im physischen Raum eine Wortmeldung. Ich würde vorschlagen, dass wir den physischen Raum bevorzugen. Ja, geschätzte Anwesende, vielen Dank, dass wir hier wieder zum vierten Mal wirklich interessante Erläuterungen hören dürfen. Ich schätze, dass ihr möchte auch den Organisatoren herzlich danken. Ja, Frau Fitzpatrick hat unter anderem gesagt, wir wissen alle nicht, was auf uns zukommt. Und trotzdem sind wir uns einig, dass etwas reguliert werden muss. Wenn wir seitens Regulatoren angefragt werden, dass etwas gemacht werden muss, dann braucht das Zeit. Und es braucht Gefahren, die vorhanden sein müssen, die erst auch ein bisschen eingeschätzt werden müssen, wie groß ist überhaupt der Leidensdruck. Und was ich jetzt aber in beiden Voten gehört habe, ist sowohl, Herr Duvenay, Sie haben gesagt, dass Sie wirklich bezüglich Diskriminierung Handlungsbedarf haben, dass hier auch Aufklärung, denke ich, gemacht werden sollte, dass man eben auch manipuliert werden muss. Aber auch Frau Fitzpatrick hat gesagt, dass wir bezüglich der Ungleichbehandlung von großen und kleineren Unternehmungen Gefahren haben. Wo, und jetzt kommt meine Frage, setzen wir allenfalls an, bevor wir reguliert haben, bezüglich der Aufklärung. Wie hoch ist die Aufklärung über die Gefahren, über die Chancen, aber auch im Umgang mit Daten, damit wir hier ein größeres Bewusstsein darüber in der Gesellschaft erlangen können, vielleicht hängt jetzt auch diese Frage von mir noch ein bisschen zusammen mit der eben gehörten Ausführung über das Recht an den Daten. Da wäre ich froh, etwas zu hören bezüglich eben der Aufklärung. Danke. Vielen Dank für diesen Punkt. Ich denke, das ist etwas, das beide von euch oder alle drei sogar, sind ja auch alle in dem Sinn tätig, sage ich mal, in der Aufklärung mindestens von Studierenden. So gebe ich, denke ich, zuerst das Wort an Julia und dann. Okay. Ich glaube bis jetzt, also André und ich und wir alle beschäftigen uns schon mit dem Thema von Daten schon seit mindestens zwei, wenn nicht fünf Jahren. Und einfach meine persönliche Meinung ist, dass das Thema wird ab und zu so angesprochen. Man liest vielleicht einen Zeitungsartikel, wo dann gewarnt wird, was passiert mit den Daten. Aber ich habe bis jetzt noch keine breit gestreute Diskussion gehört von den verschiedenen Akteuren, die wirklich über das Thema Daten spricht und versucht,
selber eine Basis von Verständnis zu kreieren. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir diese Diskussion haben müssen und aktiv und auch die Politiker, ist es wichtig, dass wir diese Diskussion in der breiten Gesellschaft anstoßen, sodass wir alle ungefähr dieselbe Basislage an Verständnis haben und nicht nur von der Furcht herkommen, oh die Diskriminierung, oh die Benutzung, sondern auch die Chancen, weil wir als Mensch, glaube ich, ist es normal, dass wir gleich zu dem alles zu den Risiken gehen und versuchen, die zu verstehen, aber ich glaube, wir sollten wirklich sehr ausgewogen und balanciert sein und versuchen, wirklich auch die Chancen zu verstehen. Aber dann braucht es Diskussion mit den Medien, es braucht Diskussion mit Unternehmen, es braucht Diskussion mit Bürgern, mit allen Akteuren. Dem kann ich nur und mit viel Nachdruck zustimmen. Ich glaube, der öffentliche Diskurs im Datenkontext war bisher sehr stark geprägt von dieser Risikoperspektive. Das ist auch die Perspektive des Datenschutzrechts, oder alle Personendaten sind zunächst mal eine Gefahr. Man muss das irgendwie im Detail regulieren, vom Anfang bis zum Ende mit DSGVO und schweizerischem Datenschutzrecht, immer mit der Perspektive der vermeintlichen Risikominimierung. Aber über Risiko kann man eigentlich ernsthaft nur dann sprechen, wenn man weiß, was das konkrete Problem ist. Das Risiko ist quasi die Eintretenswahrscheinlichkeit eines konkreten Nachteils. Und diese Nachteile sind beispielsweise Diskriminierung oder Manipulation. Aber das Datenschutzrecht liefert, glaube ich, unfreiwillig den Beweis, dass wir eben nicht in der Lage sind, Diskriminierung und Manipulation auszuschließen, wenn wir das Bearbeiten der Daten regulieren, weil wir das konkrete Problem gar nicht adressieren. Es ist eigentlich wenig überraschend, dass das nicht funktioniert. Und aus meiner Sicht wäre es zentral, dass man Daten einfach als neutrales Asset versteht. Das kann man für gute Zwecke einsetzen oder auch für schlechte Zwecke. Und dann ist aber der Ansatz eben rechtlich ein ganz anderer, weil man nämlich darauf fokussieren muss, sich zu fragen, was sind die konkreten Probleme, die auftreten können. Die sollten wir lösen und dann können wir uns lösen von dieser Perspektive des Durchregulierens, des Bearbeitens von allen Personendaten. Vielleicht noch zu Ihrer, glaube ich, eingangs angedeuteten Frage. Ich glaube, wir sind uns alle einig, oder? Medienkompetenz und auch Datenkompetenz ist fundamental. Wir haben alle gelernt in der Pandemie, wie relevant Statistiken sein können. Die wenigsten Leute sind wirklich in der Lage zu verstehen, schon nur, was die Statistik sagt, geschweige denn, was dahinter steht. Auch hier, glaube ich, braucht es wesentliche Kompetenzen. Ich habe mich immer auf den Standpunkt gestellt, insbesondere Desinformation sei in der Schweiz nicht wirklich ein Problem. Ich habe das großmäulig vertreten, auch an internationalen Konferenzen. Wir haben gut gebildete Bevölkerung, die sind alle politisch engagiert und so, die können mit Informationen umgehen. Sie haben schon gelacht, eben, wir haben gelernt, das ist leider nicht so. Das zeigt dann halt auch, dass es wahrscheinlich mit der Kompetenz, wie wir sie haben, noch nicht so weit her ist und man hier sehr viel investieren muss und sich gleichzeitig wohl auch eingestehen, dass es mit dem Schaffen von Kompetenz alleine wahrscheinlich auch nicht getan ist. So zentral sie ist, sie reicht für sich leider wohl nicht aus. Dann bitte noch Avi. Ja, herzlichen Dank für die Frage, denn ich denke, sie ist absolut zentral für das, was wir hier haben. Ich glaube, das eine, was wir uns vor Augen halten müssen, Daten und auch Informationssysteme oder Informatik generell untersteht anderen Grenzkosten und Fixkosten, überlegen, entschuldigen Sie, dass ich jetzt hier Ökonome werde oder Halbökonome, als andere Produkte. Also das Herstellen der ersten Einheit ist sehr, sehr teuer und nachher wird sehr, sehr billig. Und das führt dazu, dass die gesamten Mechanismen, die wir aufgebaut haben, die zum Teil auf Reibung basieren, dass die zweite Einheit immer noch teuer ist, sich ändern. Und das ist in den Medien so. Sie haben das Mediengesetz diskutiert oder sind dran oder werden es wieder diskutieren oder alles zusammen, oder? Sowohl wie auch, oder? Weil sich eben das Gefüge der Medien mit allerhöchsten Wahrscheinlichkeit ändert. Und dasselbe gilt auch
für Daten. Es ist sehr, sehr schwer zu wissen, wie man zum Beispiel Daten, wie man Daten ein Preisschild verhängen soll, wenn sie nicht Monopolistin sind. In dem Moment, wo sie Monopolistin sind, ist klar, aber wenn das Monopol entfällt, ist was nur schon der Price Tag eines Datensatzes ist, ist völlig unklar und es ist sehr, sehr schwer auch von der Theorie her zu beschreiben. Also wir haben hier einen neuen Komplex, der auch für uns, und wenn ich jetzt uns sage, für die Wissenschaft und für die Wirtschaft und für die Politik und für die Gesellschaft sind wir nun in einem Wandel. Wir sind in einer Zeit, die einem Wandel unterschied, und in einer solchen Zeit der Wandel Standards zu setzen und ich sage jetzt mal, Prinzipien, die wir als kulturelle Prinzipien haben, ist sehr, sehr schwer. Aber ohne Diskussion sind sie praktisch unmöglich und wir müssen diese Diskussion halten. Wir sind hier im wunderschönen Bundeshaus. Entschuldigung, dass ich Ihnen sage, Sie müssen diese Diskussion als Parlamentarierinnen und Parlamentarier halten. Wir müssen sie an den Hochschulen halten. Die Wirtschaft muss sie an der Wirtschaft halten. Und wir müssen sie insbesondere in der Zivilgesellschaft halten. Und das ist etwas, was uns offen ist und unsere Aufgabe, die wir alle mit nach Hause nehmen müssen. Es war, glaube ich, vor 2 Jahren diese große Sendung am Schweizer Fernsehen, Dataland, in 3 Sprachen gleichzeitig, wo ein ganzer Abend über Daten berichtet wurde und über Daten diskutiert wurde. Wir brauchen mehr davon, wir brauchen mehr dieser Auseinandersetzung dessen, was es bedeutet und was es nicht bedeutet. Vielleicht noch ein letzter Hinweis, wenn Sie das Gefühl haben, ja, das ist ja nur eine kleine Menge der Informatik und das betrifft mich nicht, oder nur eine kleine Menge der Daten, das betrifft mich nicht. Wenn Sie den EU-AI-Act lesen und schauen, das ist meines Wissens die erste juristische Definition dessen, was künstliche Intelligenz ist, und wenn Sie diese Definition lesen, es ist praktisch alles, was ich als Informatiker heute mache oder meine Kolleginnen und Kollegen. Also es umfasst einen Riesenteil dessen, was heute die Informatik macht. Also das ist nicht so, wie wenn das eine Nischenregulierung ist. Es reguliert praktisch alles, mit dem wir heute zu tun haben. Und deshalb müssen wir diese Diskussion auch führen. Ich kann Ihnen gerne meine Meinung dazu sagen, wie wir Aufklärung betreiben müssen. Und ich würde es weiter sagen, es ist nicht nur Aufklärung, es ist Austausch mit der Bevölkerung. Weil wir müssen uns wirklich eine Meinung darüber bilden, wie es geht. Unsere Verfassung, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, ist ein Niederschrieb mit einer großen Inspiration in einer Schwesterrepublik, die wir bei einem Griechen in Auftrag gegeben haben und die wir dann angepasst haben. Aber diese kleinen Unterschiede, die wir über die Jahrhunderte eineinhalb Jahrhunderte in diese Verfassung reingeschrieben haben, machen eine völlig andere Kultur aus als die Inspiration unserer Schwesterrepublik. Und ich glaube, diese Unterschiede müssen wir auch im Zusammenhang mit der Daten und der KI klären und diskutieren. Vielen Dank für diesen zusammenfassenden Blick auf das Problem, etwas zu erklären, von dem viele Dinge selber noch gar nicht wirklich so klar sind, was sie überhaupt bedeuten. Das macht natürlich die ganze Frage der Aufklärung, wenn man so will, deutlich schwierig. Ich habe jetzt 2 weitere Wortmeldungen im Saal. Ich weiß nicht, online hat das auch noch. Dann würde ich doch dir das Wort geben. Vielen Dank, Ade Goli von der Swiss Data Alliance. Vielen Dank für die Frage nach den Gefahren. Das ist sicher ein ganz sensitiver Punkt. Ich möchte ergänzend zu dem bereits Geäußerten noch etwas zuspitzen auf einen Aspekt, der mir meines Erachtens bis jetzt in der Diskussion zu kurz kommt. Nicht hier im Saal, sondern generell. Wir sind trainiert auf die Gefahren auf individueller Ebene. Personendaten zu schützen hat eine schon recht lange Tradition und daran ist auch gar nichts auszusetzen. Ich glaube, da haben wir bereits etliche Sensibilisierungen erlebt und das wird sich fortsetzen. Worauf ich hinweisen möchte, komplementär ist der Umgang und die Bedeutung von riesigen Datenmengen und die Gefahren und die Risiken, die darin lauern, dass Plattformen, große Unternehmen, wenige, oder, über gigantische Datenmengen verfügen, wie wir sie uns noch vor wenigen Jahren gar nicht vorstellen konnten. Und was es bedeutet, dass wir zu diesen Daten keinen Zugang haben als Öffentlichkeit und als Gesellschaft. Darüber müssen wir uns viel stärker noch unterhalten. Der Impact, den Daten
Mengen, die nicht vorstellbar sind, über nicht ein paar hundert oder ein paar tausend Nutzer, sondern über 2 bis 3 Milliarden User, oder, haben auf unsere, nicht nur Wirtschaft, auch Wirtschaft, aber Gesellschaft und gesellschaftspolitisch ist noch überhaupt nicht durchdrungen. Und ich persönlich bin sehr stark der Meinung, und man kennt mich, glaube ich, hier als Gründer von OpenData.ch, dass der Zugang zu diesen Datenmengen zentral ist, insbesondere auch für die Wissenschaft, die die Möglichkeit haben muss, zumindest nachzuvollziehen, was mit diesen Datenmengen geschieht. Und in genau die gleiche Kategorie gehört die Frage oder Gefahren, wie du richtig gefragt hast. Welche Gefahr besteht darin, Daten nicht zu nutzen? Das sehen wir nach 2 Jahren Pandemie, oder? Wir mussten darum kämpfen, dass wir die Daten haben, die wir brauchen, um die Pandemie zu bekämpfen. Und wir sind noch nicht am Ende. Und die Risiken und Gefahren, die darin bestehen, eben Daten nicht zu haben, die sind mindestens so groß wie eben das Ursprungsproblem, sagen, ja, wir müssen die individuellen Daten schützen. Oder ich glaube, da braucht es ein Umdenken oder neu oder weiteres Denken zum Thema Daten. Und da sind wir noch sehr, sehr am Anfang. Vielen Dank. Ich nehme das jetzt einmal auf ein Statement, nicht direkt quasi an eine Frage an das Panel. Ich würde jetzt noch gerne die zweite Wortmeldung aufnehmen. Ja, besten Dank. Ich hätte eine Frage an Herrn Professor Thuvenin. Und zwar fand ich die Überlegung grundsätzlich sehr spannend bei der Regulierung an das Ergebnis der KI-Datenbearbeitung anzuknüpfen, anstatt den technischen Prozess zu regulieren. Spontan natürlich, sofort kam mir die Erinnerung ans heutige europäische und auch schweizerische Datenschutzrecht, das ja an den Vorgang der Datenbearbeitung anknüpft, anstatt eigentlich auf die individuelle Privatsphäreverletzung zu zielen. Also ist die Parallele zu weit hergeholt oder sehen Sie die auch? Und wenn es sie gibt, wo verorten Sie da den Hintergrund für diese Art so zu regulieren? Danke. Ja, ganz herzlichen Dank. Nein, Ihre Parallele ist überhaupt nicht zu weit hergeholt. Ich sehe das genauso. Ich habe das, glaube ich, kurz angedeutet, das ist jetzt vielleicht nicht der Kern der heutigen Diskussion, aber wir sprechen über Daten und damit sprechen wir fast notwendigerweise auch über Datenschutzrecht, weil das der einzige Bereich ist, der in der Schweiz und auch in Europa einfach durchreguliert ist. Ich glaube, André, du hast gesagt, es ist ein relativ etabliertes Rechtsgebiet, das kann man schon so sagen. Aber wenn man vergleicht mit Dingen wie, ich weiß nicht, Obligationenrecht, wo wir 2000 Jahre Tradition haben und sich Generation über Generation von Juristen darüber Gedanken gemacht haben, ob das funktioniert oder nicht, dann ist es ein sehr junges Rechtsgebiet, das natürlich auch sehr dynamisch sich entwickelt hat. Es geht auf Wurzeln zurück aus den 60er Jahren in Deutschland, wo die Welt eine fundamental andere war. Und dass die Konzepte, die damals entwickelt wurden, heute nicht mehr wirklich passen, das überrascht eigentlich nicht. Wenn Sie die Entwicklung des Schweizer Datenschutzrechts anschauen, dann sehen Sie, dass man ursprünglich in den 80er Jahren hatte das Parlament 2 Entwürfe. Einen für die Bearbeitung von Daten durch den Staat und einen für die Bearbeitung von Daten durch Unternehmen. Und die Grundsätze, über die wir sprechen, Dinge wie Datenminimierung, Speicherbegrenzung, Zweckbindung etc., das kommt alles aus diesem Entwurf für den Staat. Und man hat dann aus politischer Opportunität das alles beides zusammengeheftet und gesagt, die Grundsätze gelten jetzt einfach für alle. Und das hat zur Konsequenz beispielsweise, dass wir das Fundamentalprinzip Verhältnismäßigkeit, das zentral ist für die staatliche Aktivität, jetzt auch im Datenkontext haben, und zwar auch für Private. Wenn Sie jetzt an Unternehmen denken, deren Zweck darin besteht, natürlich Umsatz zu generieren, Arbeitsplätze zu schaffen, Gewinn zu erzielen, und die tun das durch die Bearbeitung von Daten, dann ist wahrscheinlich davon auszugehen, je mehr Daten, umso mehr Umsatzgewinn etc. Verhältnismäßigkeit verlangt genau das Gegenteil. Also wir haben hier eigentlich eine Kollision im Denken, die eben dazu führt, dass diese Prinzipien im privaten Bereich fast nicht sinnvoll durchzuhalten sind. Und wir sehen das, jetzt vielleicht noch die letzte Bemerkung, wir sehen auch, wie diese Grundüberlegungen unter Druck geraten sind. Die Idee der informationellen Selbstbestimmung, die dem Datenschutzrecht irgendwo zugrunde liegt, obwohl das nirgends so festgeschrieben steht, nicht in der Bundesfassung und nicht im DSG. Diese Idee wurde vom Deutschen Bundesverfassungsgericht 1983 nicht erfunden, aber quasi von der Wirkungsgeschichte her war es ab da zentral. Das Bundesverfassungsgericht ist vor 2 Jahren in einem Entscheid massiv zurückgekrebst und hat gesagt, ja, das kann eigentlich nur heißen, dass man irgendwie so substanziell auch ein bisschen mitreden kann als betroffene Person.
etwas, was man nie mehr heute als informationelle Selbstbestimmung bezeichnen würde, weil es das einfach nicht mehr ist. Man hat das Label nicht aufgegeben, weil man hat es schon immer, klingt ja auch toll auf den ersten Blick. Aber ich glaube, wir haben gesehen, dass das funktioniert nicht, das ist nicht ein belastbares Konzept. Was wir brauchen, ist ein Neudenken von Privacy oder Privatsphäre, weil die ist nämlich auch nicht sauber geschützt, weil wir versuchen, mit dem Datenschutzrecht so ein bisschen quer über alles drüber zu fahren. Also, you got me started, wir können stundenlang diskutieren, ich bin froh, dass Sie das ähnlich sehen. Ja, noch ein. Entschuldigung, ich nehme Ihre Frage gern insofern auf, als dass ich das gerne verallgemeinern und möchte auf die beiden Themen heute, nämlich die rechtliche Rahmenbedingungen für die KI und allenfalls für die Datenräume auch. Technik verändert sich schneller, als man meint. Ich kann Ihnen garantieren, wenn Sie einen Prozess in ein Gesetz schreiben, dann sind wir in 3 Jahren so weit, dass wir einen anderen Prozess haben, die genau selben Ziele zu erreichen. Oder vielleicht sind es 5 oder 2 oder was auch immer. Aber die Arten und Weise, wie wir mit neuen Methoden kommen, und jetzt, wenn ich jetzt mit wir meine, meine ich nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Industrie, die ist relativ schnell. Und wenn Sie jetzt regulieren nach dem Prozess, oder wenn wir als Schweizerinnen und Schweizer regulieren nach dem Prozess, gehen wir in Gefahr, dass wir mit dem Rückspiegel nach vorwärts fahren, zwar sehr, sehr effizient und effektiv, aber trotzdem mit dem Rückspiegel. Und wenn wir eine neue Technik haben, diese nicht mehr abdecken. Und deshalb haben wir im Positionspapier auch die Meinung vertreten, man sollte technologieneutral sich überlegen, wie man die Leitplanken setzt. Weil die Technologie, das ist das Einzige, was ich ganz hundertprozentig sicher bin, die wird sich ändern. Wir haben eine weitere Woche, aber ich weiß nicht, du hast jetzt auch. Wir wären sonst auch bereit. Thomas Schneider würde sich gerne jetzt einschalten. Und sonst hätte ich nämlich sein Statement auch noch schriftlich. Versuchen wir es doch nochmal. Thomas, kannst du zu uns sprechen, Mann? Hört ihr mich? Sehr gut. Guten Tag miteinander. Das ist eine wichtige Diskussion. 2 Bemerkungen von meiner Seite. Erstens zur internationalen Komponente. Also für uns ist klar, dass die Regulierung der EU, wie sie dann auch immer ausfallen wird, auf jeden Fall gewisse extraterritoriale Effekte auf Länder wie die Schweiz haben wird. Das sieht man auch an den Arbeiten des Europarates zu KI, wo derzeit die Vorarbeiten zur Verhandlung über ein Abkommen zu KI stattfindet, wo die Schweiz auch aktiv mitarbeitet. Und auch hier drückt der Ansatz der EU durch mit dem risikobasierten Ansatz. Wichtig ist einfach zu wissen, das wurde schon gesagt, dass die EU nicht nur der wichtigste Handelspartner der Schweiz ist, sondern eben auch uns kulturell am nächsten ist, was die Menschenrechte etc. angeht. Und das können wir nicht einfach ignorieren. Dann noch eine Bemerkung zum Thema Datensouveränität und digitale Selbstbestimmung. Es ist so, dass die Plattformisierung auf der Basis von Datenräumen sich in allen Bereichen unseres Lebens durchsetzen wird, weil die Effizienzgewinne durch Personalisierung und Skaleneffekte zu stark sind, um dass das nicht passiert. Die Frage ist einfach, wie wir darauf einwirken können, dass weder die Individuen und die einzelnen Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten verlieren, dass aber eben auch nicht die Gesellschaft als Ganzes die Kontrolle verliert über Dinge, die plattformisiert werden, wie das Gesundheitswesen, die Mobilität, die Energieversorgung. In all diesen Bereichen werden wir eine Plattformisierung erleben. Und die Frage ist, was kann der Staat, was kann die Gesellschaft tun, um da eben die demokratische Kontrolle zu behalten und diese Dinge trotzdem zu nutzen? Dazu sind 2 Berichte in Arbeit, die jetzt unter Federführung des BARCOMs in Zusammenarbeit mit EDA und anderen am Laufen sind und nächsten Frühjahr publiziert werden. Das eine ist eben Bericht zur digitalen Selbstbestimmung auf Basis vertrauenswürdiger Datenräume. Und das andere ist ein Bericht zum digitalen Service Public, der eben aufzeigen soll, wie sich diese Dinge weiterentwickeln. Und ein Bericht, den es jetzt schon gibt, der wurde am 17. November vom Bundesrat verabschiedet und veröffentlicht, ist der Bericht zu den Medien, Intermediären und Kommunikationsplattformen, die auch mit KI arbeiten. Auch dort werden einige Dinge aufgezeigt. Und wir sind gespannt auf den politischen Diskurs, wie man eben in dieser plattformisierten Welt gesellschaftliche Ziele und gesellschaftliche Kontrolle, aber auch
individuelle Freiheiten in diesen Bereichen schützen und weiterentwickeln kann. Besten Dank. Ich hoffe, ihr habt mich gehört. Sehr gut, ja, laut und deutlich. Vielen Dank. Gibt es dazu Reaktionen von den Speakers? Ja. Ich kann einfach ganz knapp reagieren. Die extraterritoriale Wirkung werden wir haben. Auf das habe ich, glaube ich, auch bereits hingewiesen, eben, dass es Schweizer Unternehmen geben wird, die sich auch den Vorgaben der EU unterwerfen müssen, wenn sie sich an den europäischen Markt richten. Und es steht außer Frage, dass wir natürlich kulturell nahestehen, gerade mit Bezug auf die Menschenrechte. Aber der Vorschlag, den wir hier vorlegen, da geht es ja gerade auch um den Schutz von Menschenrechten, gegen, also Autonomie beispielsweise, Schutz gegen Manipulation oder Schutz gegen Diskriminierung. Also es geht nur um die Frage, ob wir quasi vom Regulierungsansatz, von der Umsetzung der Ziele, die wir teilen, so vorgehen sollen wie die EU. Wir, glaube ich, haben vorher gesehen, beim Hinweis von Avi Bernstein, dass es eben nicht so sinnstiftend ist, die Technologie zu regulieren. Das hat auch Ihre Frage gezeigt. Das ist die einzige Differenz. Es geht quasi um eine Regulierungsrechtsetzungs technisch einen anderen Zugang und überhaupt nicht um das Verfolgen von anderen Werten. Vielen Dank für diese Klarstellung. Wir haben jetzt eine weitere Wortmeldung hier im Saal. Gerne gebe ich Ihnen das Wort. Ja, geschätzte Damen und Herren, Nationalrätin Judith Belesch, herzlichen Dank für all diese Ausführungen. Ich hätte vielleicht zwei Impulse. Zum ersten, was diese Diskussion betrifft zwischen dem Datenschutz und den Datenräumen und die Nutzung von Daten bei den Big Tech Companies, die nicht zur Verfügung stellen. Ich habe das Gefühl, wir haben da ein bisschen eine Konfusion und es wäre vielleicht aus der Sicht der Aufklärung eine Überlegung wert, ob man sich das nicht strukturiert darstellen könnte. Was ist der Datenschutz? Der ist schon sehr gut geregelt in der Schweiz, aber auch in Europa. Ob er auch noch zielführend ist, ist eine andere Frage, aber er ist da. Dann gibt es die Frage der Datennutzung innerhalb des Datenschutzes. Also Datenschutz ist sowieso unantastbar, darüber müssen wir nicht sprechen. Was ist ein Datenraum und darüber hinaus dann die Souveränität über die eigenen Daten und welche Daten man nutzen darf und welche nicht. Also ich würde jetzt mal behaupten, es wäre dann auch noch umstritten, wenn Apple oder Google alle Daten zur Verfügung stellen würden, das sind dann recht viel sensitive Daten. Da wäre ich dann nur noch mäßig begeistert, wenn die dann plötzlich frei zur Verfügung stünden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das im Hinblick auf eine breite Diskussion auch innerhalb des Parlaments noch gut wäre, das vielleicht auch grafisch darzulegen in Form einer Zwiebelschalen oder so, um das Verständnis auch zu steigern. Mein Hauptvotum geht aber in Richtung des Referats von Professor Duvenin. Ich war da zugeschaltet und auch sein letztes Votum. Wir im Parlament sind der Regulator, oder? Wir sind da nicht irgendwie. Wir entscheiden, welche Gesetze machen wir, welche nicht und in welche Richtung dass sie gehen. Und es geht nicht um die Frage, können wir uns der Regulierung der EU entziehen oder nicht. Wir können das nicht, das ist Fakt. Aber wir haben im Moment die Situation, dass die EU vorprescht und eine technologiespezifische Regulierung vorsieht. Das hatten wir bis jetzt noch nicht. Und das widerspricht absolut unserem Zugang zur Regulierung. Wir beobachten den Outcome, das Resultat und regulieren dann die Haftung. Und die EU geht in eine ganz andere Richtung. Und was der Bundesrat im Moment macht, ist, er verweigert sich der Diskussion, indem er einfach sagt, er sieht keinen Handlungsbedarf. Und ich möchte einfach dazu appellieren, den Bundesrat dazu zu drängen, sich dieser Diskussion zu stellen und eine Position zu entwickeln aus der Schweiz heraus. Denn wenn wir keine Position haben, können wir sie auch nicht vertreten gegenüber der EU. Und auch hier, es ist ja schön, wenn der Bundesrat, wir haben es gesagt, ganz viele Berichte da veröffentlicht. Erstens kommen sie immer zu spät. Wir haben am 17. November einen Plattformbericht erhalten, derweil ab 1.1. schon der DSA schon in Kraft tritt mit extraterritorialem Effekt, unmittelbar anwendbar. Das muss man dann schon auch sagen. Wir sind immer im Rückschritt und wir haben keine Position. Also ich bin schon der Meinung, wenn wir hier als
Parlament als Gesetzgeber Handlungsbedarf haben, dann sollten wir den aber auch einfordern und den Bundesrat in die Pflicht nehmen. Und ich war sehr erleichtert, Herr Duvenin, diese Äußerungen von Ihnen so klar zu hören, was eigentlich unser Rechtsverständnis ist. Wir dürfen uns der Regulierung nicht entziehen, aber wir dürfen uns auch nicht einer absurden Regulierung beugen. Insofern besten Dank für dieses klare Votum. Vielen Dank für dieses ebenfalls sehr klare Votum. Jetzt sehe ich, wir haben so knapp 5 Minuten noch Zeit für diese Runde. Jetzt weiß ich nicht, wie es oft an der Online-Front aussieht, ob da noch weitere Fragen vorhanden sind oder auch vielleicht hier im Raum. Sonst könnte man dann vielleicht mit einer Schlussrunde dann dieses Panel schließen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Es ist erstaunlich ruhig im Cyberspace. Abgesehen von den technischen Diskussionen über die Plattform. Ja gut, dann möchte ich doch diese Gelegenheit, die letzten jetzt 3 Minuten sind es noch, nutzen, dass ich jedem von euch 1 Minute geben will mit, da wir jetzt ja schon bald Weihnachten haben, was ist euer Wunsch an den Bundesrat? Was soll dieser tun bezüglich den Fragen, die wir hier jetzt in dieser guten, knappen Stunde diskutiert haben? Gut, also ich hätte tatsächlich einen ganz konkreten Wunsch. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wie zum Ende des Vortrags gesagt, eine Expertenkommission einzusetzen, die sich rasch damit auseinandersetzt, wie die Schweiz auf diese technologischen Herausforderungen reagieren soll. Möglicherweise ungefähr so wie in diesem Positionspapier skizziert, aber das sind erste Gedanken. Es braucht deutlich mehr. Ich glaube, der zweite und noch größere Wunsch wäre, dass wir uns trauen in der Schweiz auch wirklich nicht nur selber zu denken, sondern auch selber zu agieren und dass wir uns vielleicht auch stärker bewusst sind, dass die digitale Welt eben nicht mehr derart territorial definiert ist, dass man immer nur sich an der EU ausrichten soll. Ich stelle nicht in Frage, dass das der wichtigste Handelspartner ist, aber ich glaube, wir haben doch auch noch 8 Milliarden plus andere potenzielle Kunden und im digitalen Kontext sind die fast so leicht zu erreichen wie die Menschen in der EU. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Wünsche schneller in Erfüllung gehen, wenn man sie zweimal hat. Ich habe eigentlich, wie wir ja in unserem Positionspapier dargelegt haben, denselben Wunsch wie Florent mit der zeitnahen Einsetzung einer wirklich breit gefächerten, multidisziplinären Expertenkommission und ich habe auch noch den weiteren Wunsch, ich habe das glaube ich schon mehrmals gesagt, dass wir die Diskussion mit allen eröffnen und ich meine wirklich allen, auch zivilgesellschaftlich oder insbesondere zivilgesellschaftlich, was denn die Normen sind, die wir gerne hätten, weil ich glaube, wir sprechen sehr viel über Gefahren, das wurde vorangesprochen, die Welt ist schlimm, aber was wir denn gerne hätten, wenn man nicht weiß, wohin die Reise gehen soll, ist es sehr schwer, nur den Gefahren auszuweichen. Das ist sehr schwer. Also ich glaube, wäre mein zweiter Wunsch. Wir sollten uns die Diskussion eröffnen, damit wir wissen, wo wir gerne hin möchten. Und damit die Normen zu erarbeiten, das steht auch im Positionspapier, die wir denn verteidigen wollen oder die wir denn regulieren wollen. Und zu guter Letzt hätte ich noch einen ganz persönlichen Wunsch. Ich finde diesen Austausch sehr, sehr fruchtbar und ich wünsche mir, dass der häufiger stattfinden kann. Herzlichen Dank. Last but not least, also ich kann da nicht viel mehr hinzufügen. Ich glaube, das, was Florent und Avi gesagt haben, hat absolut Sinn. Ich glaube, so können wir den Diskurs die Bearbeitung von dem Thema mit einer Expertenkommission auch vorwärts bringen. Aber ich würde sagen, nicht nur das, ich würde vielleicht auch die Medien mit ins Boot mit reinnehmen und sagen, educate yourself und help educate us. Nicht nur einfach die Gefahren bringen, sondern einfach auch mit einem produktiven Diskurs in der Gesellschaft hinzuzuführen. Weil die spielen auch eine sehr wichtige Rolle.
dann vielen Dank. Wir werden diese Wunschliste dem Weihnachtsmann, der Weihnachtsfrau oder wem auch immer übergeben und hoffen, dass das dann am richtigen Ort ankommt. In dem Sinn würde ich mich bei euch und bei Ihnen allen bedanken für die Teilnahme, für das Mitdenken, Mitsprechen, für die Voten. Wir haben jetzt noch einen feierlichen Teil. Für das gebe ich jetzt das Wort wieder an Matthias. Genau, an Weihnachten werden ja Geschenke verteilt. Ganz vielen Dank auch von meiner Seite für die spannende Diskussion. War wirklich super. Ich würde sagen, das ist ein physischer und virtueller Applaus.